Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute werde ich euch so ein paar Infos zum neuen Update geben und auch schon sagen, was so aktualisiert wurde bei Adopt Me. Und wenn ihr es gerne wissen wollt, bleibt gerne dran und am Ende des Videos kommt wieder eine Verlosung, eine Neon-Verlosung, denn da verlose ich ein Neon-Chocolate-Labrador. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Video an. Das erste, was aktualisiert wurde auf Adopt Me, sind die Einstellungen, wo man halt alles einstellen kann und so. Und das zeige ich euch jetzt. Man kann jetzt nämlich einstellen, wer einem Geschenke geben kann, zum Beispiel alle, Freunde oder niemand. Das wurde gemacht wegen Fail-Trade und ja, damit man keinen mehr scammen kann und so. Und yes, jetzt würde ich sagen, wir kommen zum spannenderen Update und yes. Jetzt kommen wir zur spannenderen Nachricht und zwar kommt am 10. Juli um 18 Uhr deutscher Zeit ein neues Pet raus, und zwar dieses Kätzchen. Ihr seht es doch mal. Meiner Meinung nach sieht es eher aus wie ein Strauß. Keine Ahnung. Es sieht aber trotzdem schön aus oder cool. Und ja, dafür, es ist aber leider ein Robux-Pet. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel es kosten wird. Das Einzige, was klar ist, es wird, wenn es rauskommt, 2 Wochen 50% Sale haben, also 50% Rabatt. Und yes. Jetzt kommen wir zur nächsten spannenderen Nachricht. Jetzt kommen wir zur nächsten Nachricht. Und zwar kommt ein neues Pet raus. Das heißt, The Dudu. Hier seht ihr es nochmal. Ja, es ist noch nicht bekannt, ob es ein Robux-Pet wird oder ob es ein normales Egg-Pet wird zum Dinosaurier-Egg. Aber ich glaube, es wird ein Robux-Pet, weil hier steht: The Penguin has a new flightless bird friend on the way, The Dudu. Und ich habe das Gefühl, das wird ein Robux-Pet, weil die Pinguine kann man jetzt nur noch bekommen, wenn man dieses Goldfischkopf, was rund 200 Robux kostet. Deswegen habe ich so ein Gefühl, dass dieses Pink Doodoo auch Robux kostet. Deswegen, ja. Es ist nur ein Gefühl, es ist nur eine Theorie. Ich will keine Gerüchte in die Welt setzen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Nachricht. Und jetzt, meine lieben Freunde, kommen wir zur besten, zur spannendsten, aber auch leider zur letzten Nachricht. Und zwar das Dinosaurier-Update. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal ein Bild, was geleakt wurde, wie vielleicht das Bild des Dinosaurier-Egg-Ei aussehen wird. Und zwar wird es höchstwahrscheinlich so aussehen. Ja. Eigentlich sieht es eigentlich schon ziemlich gut aus, meiner Meinung nach. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar Pets, die geleakt wurden und die vielleicht auch ins neue Update kommen beim Dinosaurier-Egg. So, das ist jetzt ein Rabe, glaube ich. So wie der Pink Doodoo. Es wurde leider noch nicht mit Farbe geleakt. Ja, das heißt, es ist jetzt immer noch schwarz-weiß. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten Pet, was geleakt wurde. Und ja. So, dann wurde dieses Bild hier geleakt. Ihr seht, ein süßer kleiner T-Rex. Ich glaube, es heißt so. Ja, es ist grün und ich glaube, es wird ein unhäufiges, ungewöhnliches Pet. Ja, ungewöhnlich. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten Pet. So, das ist mein Lieblingspet, was geleakt wurde. Sie ist Tigerpet. Greifzahn-Tigerpet. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten Pet. So, wie ihr seht, das ist ein Mammut, glaube ich. Es ist auch eines meiner Lieblingspets, die geleakt wurden. Es sieht einfach so cute aus. Und ja, und jetzt kommen wir zu den nächsten geleakten Pets. Dann wurde auch noch dieses T-Rex geleakt. Ja, ich weiß nicht wirklich, ob es ein T-Rex ist oder ob es ein anderes ist. Ich kenne mich ja wirklich nicht aus. Ja, auf jeden Fall. Sieht gut aus, sieht geil aus und so. Und jetzt kommen wir zum nächsten. So, das sind jetzt die 2 letzten Pets. Meiner Meinung nach sieht es eigentlich richtig cool aus. Also für mich. Also ich würde diese Pets gerne haben wollen, wie die ganzen anderen Pets, die noch rauskommen werden, die vielleicht noch released werden und so weiter. Und ja, das war's mit den Pets. Und jetzt kommen wir zur versprochenen Verlosung. So Leute, jetzt kommen wir zur versprochenen Verlosung. Ich verlose heute nämlich einen Neon Chocolate Labrador. Ja, er sieht so aus. Wartet. Ja,
Er sieht so aus. Und ja, diese Neonstreifen und so sind so gelb, orange, rot, Feuerfarbe halt. Und was ihr dafür tun müsst, um ihn zu gewinnen, ist mich abonnieren, dieses Video liken und euren Nutzernamen in die Kommentare schreiben und schon macht ihr mit. Und ja, das war's mit den Regeln. Und das war's mit meinem Video. Wenn es dir gefallen hat, zeig es mir gerne mit einem Like und einem Abo. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye. Und macht gerne bei der Folge mit. Peace out.